Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastlanes. Wir sind ja mit unserem Manta fertig. Wir machen jetzt weiter mit dem Ghostbusters. Und zwar sind wir im Heft 7. Und zwar in der Bauphase 25. Es wird hier echt langsam eng auf dem Platz. Weil das ist ein Schiff hoch 3. Also das Ding ist schon ein Monsterteil. Ich musste den auch immer da hinten dann schon auf dieser Platte, die ich da habe, hinstellen, weil da kriege ich es gar nicht mehr rein. Schon ein bisschen eingestaubt, aber das passiert eben schnell, wenn man schwarz auch hat. Aber egal, den kriegen wir schon sauber. Ins Heft haben wir ja schon soweit reingeguckt. Wir machen einfach mit der Bauphase 25 jetzt. So fangen wir an. Und dann, oh Gott, ach Mann, der nickt mich immer selber. Ja, ich sehe nichts mehr. Ja, liebe Leute, auf geht's. Und zwar fangen wir mit diesem Teilchen hier an. Das kommt so rum. Wir haben zwei DM-Schrauben und wir müssen diese Teile hier irgendwie rankriegen. So. Mal gucken, dass er doch richtig rum ist. Das sieht gut aus. Da hier ja so eine Pünückel sind, würde ich mal vermuten, dass sie da rankommt. So, eine DM-Schraube. DM. Einmal. Und zwei Paddel oder was das sein soll. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich eine Halterung sein. Ich glaube, das geht jetzt auch weiter, weil wir hatten ja den Kühler. Und damit geht's auch, glaube ich, weiter. So. Einmal die beiden Paddelbeine. Oh Gott, ist das Ding staubig. Mal sauber machen hier. So, weiter geht's. Jetzt wird hier nicht rumgemeckert. Jetzt hier auf. So, das brauchen wir und das brauchen wir. Das kommt hier so nicht ran. Dafür kommt es aber so ran. Okay, und eine HP-Schraube. HP. Hier haben wir eine HP-Schraube. HP und dann brauchen wir zwei EM-Schrauben. Dann brauchen wir wieder das Teilchen hier. Sodele. Und und zweimal. So. Dann geht's auch gleich hier. Abbildung.
mit diesen beiden Teilen jetzt weiter. Und zwar geht es dann jetzt mit das Teil kommt jetzt hier so ran und wird mit 2 DM-Schrauben befestigt. DM 1, 2. So. Fest. Ich wollte hier mal rumdrehen, dass ihr auch seht, wo ich hier was schraube. So. Einmal. So, und der andere kommt dann. Doch. Genau so kommt das hier an. Und wird auch mit 2 DM-Schrauben befestigt. 1, 2. So, das haben wir. Jetzt das mal zur Seite. Und jetzt brauchen wir dieses Teil. Diese Teile scheinbar, oder? Und diese Teile. Sieht fast so aus. So, okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schauen. Irgendwie irgendwas Besonderes hier dran. Ich würde mal sagen, das ist so. Dann sind die beiden Dinger identisch. Das sieht so aus, als wenn die beiden identisch wären. Achso, was kommt denn hier wahrscheinlich in diese beiden Schnupsitz? Aber irgendwie muss da dieses unten sein. Ist das so richtig? Ist das so richtig? Alter Schwede. Also wenn ich das so richtig sehe, ist da einmal das Löschlein unten und wir brauchen eine HP-Schraube. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch. Was ist das jetzt für ein Halter hier? Der sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Also das wird der sein. Der sieht da geschlossen aus und hier sieht er offen aus. Okay. Ach, okay. Dann ist dieses Loch wahrscheinlich dafür da. Und was habe ich gesagt? Eine HP-Schraube. HP.
Baby, show me. Irgendwie sieht das alles ganz anders aus. Nee, doch, da ist ja auch dieser Pinöppel, alles gut. Einen leichten Knick in der Optik wahrscheinlich. Okay. So, das andere Ding wird jetzt wie gehalten. Das sieht irgendwie so aus. Dann kommt das Teil diesmal nach oben. Das Löschlein, dieser kleine Pinökel ist hier unten. Und müsste mal passen. Jetzt wird ein Schuh raus. Ja. Mich nicht alle täuscht, kommt das so rum. Nee, andersrum. So rum. Das kleine kommt hier. Achso, der kleine Bohne kommt hier nach oben und wird nach da weg gebogen. Also hier so. So. Dann wieder eine HP-Show. Da, da, da. Oh, Schock, schwere Not. So. Das ist auch so weit fertig. Jetzt schauen wir mal, was sucht denn hier mein Handy so viel, Mensch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding jetzt hier halten. So, ein Paddel muss hier nach vorne. Hier ist dieser Pinökel, hier ist dieses Ding. Das erste muss Mut. Was hier offen ist, also hier in der Beschreibung, wenn wir mal schauen, ist das hier zu. Aua. Und hier ist das offen. So, warum auch immer. Man weiß es nicht. So, das ist jetzt auf jeden Fall das Pinökelchen. Aha, Schnüppel hier, Schnüppel da. Und wieder eine HP-Schraube. Zick, zick. So. Sieht zumindest mal so aus. Das nächste Ding hat hier wieder so ein Pinökel drin und kommt dann hier rein. Was sind denn das für Schnorchel, ey? Und Luftzufuhr. Also, so viel ist schon mal sicher.
Oder sind es die? Könnte natürlich auch die Hupe sein. Hupen, das sind die Hupen. Mein Gott. Die Hupen. Zwei Hupen haben wir. Nicht eine, nicht drei. Nein, wir haben zwei Hupen. So, jetzt haben wir hier so ein Dingelchen. Jetzt brauchen wir unseren schönen Kühler, den wir schon fertig haben. Und dazu brauchen wir 4 DP-Schrauben. DP. 1, 2, 3, 4. Das wäre nur bei dem Manta so ein Problem. Aber ich hoffe, jetzt ist nicht allzu viel verschwommen hier. Jetzt haben wir noch einmal. Oh Gott. Jetzt muss ich nur noch mal schnell hier das Möbel hier. Och man, bin ich schlecht vorbereitet. Bin ich schlecht vorbereitet. So. Jetzt. Hinten und die Räder dran sind, muss ich immer noch mit irgendwas unterstützen. Unterstützend. So, und ich wende mich jetzt, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bin ich doch, alter Schwede, auf der richtigen Seite. Und ihr habt ja auch nichts gesehen, auch nicht schlecht. Also, hier haben wir jetzt ein Schläuchlein dran gemacht. An dieses Dingelchen da. So. Datei, alle zusammengreifen. So. Dann war das schon die Bauphase 25. Dann freut euch auf die Bauphase 26. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Wir haben die Bauphase 25 hinter uns gemacht, vom Heft 7, vom Ghostbusters, von dem Ecto One, so von Ghostbusters. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, und zwar die Bauphase 26. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Sag mal, habe ich heute irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. So, jetzt habe ich's. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis dann, euer Bastel Hannes und ciao.